Season 6 ist da und damit auch der Battle Pass Season 6. Und ja, ich wollte ihn gar nicht reviewen, aber nachdem jetzt so viele Leute sagen, dass es der geilste Battle Pass ist, den wir jemals gesehen haben, also zumindest in Modern Warfare 2, ja, habe ich mir gedacht, guck's doch mal genauer hin in den Spawn Battle Pass von Season 6. Zuerst einmal, der Battle Pass trägt das Zeichen des Spawn. Ich habe bereits ein Video darüber gemacht, wer ist Spawn eigentlich, weil viele ihn nicht kennen. Für mich ist es ein ganz, ganz großes Ereignis, weil ich liebe Spawn und das Universum. Und deswegen bin ich persönlich sehr, sehr erfreut, dass Spawn das Thema ist für diesen Battle Pass. Gerne verlinke ich euch am Ende nochmal das Video zu der Info, wer er ist. Aber jetzt erstmal zu dem Battle Pass selbst. Und zwar wie immer 1100 Codpunkte, um den Battle Pass zu bekommen. Und 30 Euro für den Black Cell Battle Pass. Wie immer gibt es in einem Black Cell Battle Pass einige Varianten in Gold, also das goldene Thema haben sie beibehalten. Wir bekommen 20 Battle Token Tier Skips, also 20 Stufen sozusagen geschenkt, beziehungsweise 25 Stufen, wenn wir auf der PlayStation spielen. 1100 Codpunkte kriegen wir extra geschenkt. Zusätzlich gibt es dazu noch 1400 Codpunkte in dem Battle Pass selbst, also insgesamt 2500 Codpunkte, was wieder mal relativ cool ist, das machen sie ja immer so. Und die Black Cell Belohnung hier ist der Skin Valeria, also Valeria als Roboter-Skin mit ihrem praktischen Tier Megabyte, also sozusagen ein mechanischer Hund. Wenn wir uns die Valeria mal genau angucken, dann sehen wir, dass sie ein bisschen durchsichtig ist. Das heißt, man kann auf ihre innere Strukturen schauen, was schon ziemlich cool gemacht ist. Außerdem hat sie eine Roboterstimme und eben diesen Roboterhund, den man dann sozusagen als Finisher benutzen kann. Ob das jetzt sich lohnt für die 30 Euro, ist natürlich da jetzt dahingestellt. 30 Euro sind nicht wenig, aber das ist auf jeden Fall die Hauptbelohnung für den Black Cell Battle Pass. Die erste Figur, die man normal freischalten kann, ist Elle Simmons. Das ist der Hauptcharakter, sozusagen der Spawn, die Spawn-Figur selber, bevor die Figur zu Spawn wurde. Auf jeden Fall sehen wir hier einmal den normalen Elle Simmons vor seiner Verwandlung und den Black Cell Elle Simmons, komplett in Gold. Sieht ein bisschen aus wie eine Statue, finde ich, die rechte Seite. Ich als, sagen wir mal, Spawn-Fan bevorzuge hier auf jeden Fall den normalen Operator. Den Skin bekommen wir direkt Level 1 im Battle Pass, also instant freigeschaltet. Genauso wie diese Blueprint hier von der Pistole in der Akimbo-Variante. Ziemlich geil, macht auf das Detail oben Zombies Tactical, also eine Zombie-themed Pistole sozusagen in der Akimbo-Variante. Ziemlich cool, auch die Level 1 und unten drunter die Black Cell-Variante. Und ich muss sagen, auch in dem Fall hier gefällt mir die Nicht-Black Cell-Variante um einiges geiler mit diesem Zombie-Thema. Weiter geht es mit dem Creepy Clown, also das ist der Jagdhund sozusagen, der auf den Spawn aufpassen sollte, als er von dem Teufel Malboggia auf die Erde zurückgeschickt wurde. Und deswegen auch hier ganz klar mein Favorit wieder die linke Variante. Also es ist einfach so, das sind halt die klassischen Farben, so wie man sie kennt. Während der Creepy Clown eine Skin für Fender ist, ist der Soul Crusher, den wir hier sehen, eine Skin für die liebe Mila. Ja, Mila ist jetzt nicht so oft zum Einsatz gekommen, jetzt die Möglichkeit mit dem Soul Crusher. Und die Skin sieht richtig geil aus in der Black Cell Variante, meiner Meinung nach. Ist alles Geschmackssache, aber ich finde diesen Kontrast hier ziemlich cool. Auch dieses grüne Wabern, das passt ziemlich gut zu ihm, weil er halt diese Gasmaske aufhat mit dem Gasthema. Sehr, sehr geil gemacht. Also hier mein Favorit, ganz klar, die Black Cell Variante. Und dann kommen wir auch schon zum ersten Spawn-Skin, zu dem ersten richtigen Spawn-Skin in der Military-Spawn-Variante. Und beide Operator hier, beide Skins, haben dieses grüne, wabernde, diesen Rauch. Und zwar ist das das sogenannte Necroplasma, was ja die Energie liefert an Spawn, bis sie aufgebraucht hat und dann in die Hölle zurückgeschickt wird. Diese Energie sieht man auf beiden Seiten, wobei ich sagen muss, ich bevorzuge hier wieder mal die linke Variante. Das ist halt das klassische Rot-Schwarz-Schema mit den grünen Augen und ein bisschen wabernem Grün. Sieht ziemlich geil aus. Also auch hier ganz klar die Grundvariante. Und ich finde es cool, dass wir jetzt schon so viele Spawn-Skins haben. Denn der nächste Skin ist was ganz, ganz anderes. Das ist die Gaia-Skin. Die packt man sozusagen auf den Operator Nova. Und ja, das sieht auch sehr, sehr krass aus. Hat mit Spawn jetzt mal gar nichts zu tun. Das ist also sozusagen ein Baum, pflanzenartige Struktur, wo man durch die Oberfläche hindurchschauen kann und dann innen drin diese rote Grundstruktur sieht, sozusagen das Aderbauwerk des Körpers. Sieht sehr, 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 sehr geil aus. Dieser Skin dagegen ist extrem krass unterschiedlich, und zwar ist das der Disruptor. Also das ist sozusagen der Chef von Elle Simmons, also von Spawn, der den Mordanschlag veranlasst hat damals. Also der größte Feind, wenn man so möchte, von Spawn.
Und ja, hier wieder mal, die linke Seite ist sozusagen das, wie wir ihn kennen, wie man den Disruptor allgemein kennt. Und deswegen ganz klar, 100 Mal würde ich den bevorzugen gegenüber der goldenen Variante. Wobei ich hier sagen muss, dass die linke Variante mit einer Platin-Skin, mit einer Platin-Waffe ziemlich geil aussehen könnte. Ich finde die Waffe, die er gerade in der Hand hält, naja. Und auf der rechten Seite würde halt eine goldene Waffe super geil passen. Das wird halt optisch auch sehr, 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 sehr geil aussehen. Und der nächste Spawn-Skin, und zwar der Burnt Spawn. Ja, das ist jetzt sozusagen die Variante vom Spawn, kurz nachdem er sozusagen aus der Hölle entlassen wurde oder wieder zurückgeschickt wurde auf der Erde mit diesem 5-Jahre-Zeitsprung ist er gekommen und war komplett verbrannt zu seinem Entsetzen. Er wollte ja noch einmal in seinem Leben seine Frau Wanda wiedersehen und dadurch, dass der Teufel ihn verbrannt zurückgeschickt hat, ist es natürlich, das ist so eine traurige Geschichte einfach. Und da würde ich tatsächlich die Blackstar-Variante hier in dem Fall bevorzugen, weil die in diesem Gesamtbild nochmal schöner aussieht für mich. Also der Burnt Spawn Skin, und zwar ist dieser Skin direkt für Spawn selbst. Der nächste Spawn-Skin ist der Nikto-Spawn und wie der Name sagt, ist es für den Operator Nikto. Im Endeffekt, wenn man selber spielt, ist die Hände sind das Einzige, was man sieht und das könnte halt geil aussehen in dieser rot-schwarzen Kombination, das müssen wir testen. Also auch hier wieder die linke Variante, aber rein optisch, so äußerlich, würde ich die rechte Variante, also die Black-Cell-Variante bevorzugen. Wir werden aber trotzdem wahrscheinlich die linke Variante, wenn wir etwas länger spielen würden, dann die linke Variante bevorzugen. So, und weiter geht's. Also der Violator für denjenigen, der Spawn wirklich nicht kennen sollte. Das ist sozusagen der Dämon, der die jungen Hellspawns auf der Erde aufsucht und dafür sorgt, dass sie ihre Energie schneller verbrauchen. Meine Lieblingsvariante auf jeden Fall die rechte Variante. Die Blackstar-Variante definitiv. Ich finde den Kontrast hier viel, viel geiler. Ich bin gespannt, wie sich das Ingame, wie das Ingame aussieht. Aber vor allem, wie sie hier die Stimme umgesetzt haben. Also wie hört sich dann dieser Operator an in dieser Skin-Variante? Haben sie da was verändert? Wie hört sich das Ganze an? Bin ich mal sehr gespannt drauf. Dieser Skin ist für den Operator König. Dann kommen wir zu den drei Waffen, die jetzt neu freischaltbar sind. Und zwar als allererstes ist die ISO 9mm SMG. Also wieder eine ISO-Waffe. Allerdings für den extremen Nahkampf, so wie es aussieht, nochmal, ja, bin mal gespannt, wie sie sich durchsetzt gegen die anderen SMGs. Dann haben wir die wahrscheinlich interessanteste Waffe, und zwar die TR-76 Geist Assault Rifle. Diese Waffe wird sehr, sehr interessant. Sie hat nämlich ein großes Kaliber, 7.62x39mm. Das heißt, sie verschießt größere Geschosse, erinnert so ein bisschen an die Kronens Quoll. Tendenziell könnte so eine Waffe immer Meterpotenzial haben. Sie hat eine gute Feuerrate, so wird es beschrieben. Man kann sie im Burst spielen. Also das wird sehr, sehr, sehr spannend zu sehen sein, wie sich diese Waffe schlagen wird. Als nächstes stellen sie die Dual Kamas vor. Es ist ja immer eine Nahkampfwaffe mit dabei im Battle Pass. Hier die Dual Kamas sehen auch ziemlich cool aus. Dann am Anfang schon gesehen die Rauchgranate in der Blacksail-Variante. Sehr, sehr interessant. Also wir können dann die Granaten-Skin ausrüsten. Und ja, ich bin mal gespannt, welchen Rauch sie macht. Also es heißt, es wird eher eine rötliche Rauchfarbe. Wir haben ja schon vermutet, dass es eine goldene Farbe sein könnte, weil es eine Blacksail-Variante ist. Also wahrscheinlich roter Rauch. Da bin ich auch extrem gespannt, wie die Farbe genau in-game aussehen wird. Als nächstes sehen wir die Ghoulish, ein Waffenbauplan. Sieht ganz cool aus, Halloween-Thema. Hier das Bild mit dem Totenschädel, ob das Skeletor sein mag, sieht auf jeden Fall so aus. Mit diesem blauen Umhang, mit dem Cape, das könnte auf jeden Fall Skeletor sein. Dann die Spawn-Sketch-Variante, Assault Rifle, also auch wieder hier ein Sturmgewehr. Die sieht übrigens besonders geil aus, so ein bisschen comicartig, auch in dem Stil gehalten von Spawn. Gefällt mir auch extrem, extrem gut. Ich liebe ja auch generell, in meinem Stream habe ich ja immer dieses schwarz-rote Thema und auch hier die Waffe in diesem Ton gehalten, finde ich richtig gut. Freue ich mich sehr drauf. Dann die Necroplasma. Und das Necroplasma müssen wir ist die Energie, die Spawn sozusagen die Superkräfte gibt, bis sie aufgebraucht sind und in die Hölle zurück muss. Sehr, 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 sehr geile Skin für diese SMG hier. Und die Blackstar-Variante sieht dagegen überhaupt nicht so nice aus. Aber Achtung, Achtung, das ist ein animiertes Skin. Das heißt, wir sehen hier natürlich nur das Bild und nicht in Bewegung. Könnte in Bewegung natürlich auch sehr, sehr geil aussehen. Aber ich denke mal, dass ich trotzdem immer die Original-Anführungszeichen-Variante oben hier bevorzugen würde. Ja, man merkt schon, das sind einige Skins, die dazukommen. Also das ist wirklich nicht wenig. Und dann hauen sie noch diesen Banger hier raus. Und zwar diesen Hubschrauber, schwerer Helikopter mit dieser Halloween-Tarnung. Und das sieht ultra gut aus. Also wirklich, dieser Engel an der Seite. Jetzt möchte ich nicht sagen, dass es ein Spawn-Thema ist. Wir wissen ja, im Spawn geht es auch um den Kampf zwischen Himmel und Hölle. Allerdings hier dieses Bild mal komplett losgelöst von dem ganzen Spawn-Thema, möchte ich mal erstmal sagen. Korrigiert mich gerne, wenn ihr da was seht. Aber es sieht einfach gut aus. Es sieht einfach gut aus. Also dieser Skin, holy moly, also richtig schön geworden.
Interessant, dass auf den ersten Blick auf der Karte kein geheimes Feld mehr zu sehen ist. Also in den letzten Battle Passen war ja immer ein Feld noch übrig, was man dann nutzen konnte für das Event in der Mid-Season. Und zwar ist oben der Black Cell Battle Pass extra Startpunkt. Das heißt, da kann man direkt auf die neue Waffe gehen. Das ist natürlich sehr vorteilhaft, wenn man sich die Black Cell-Variante holt und die neue Waffe sofort spielen möchte. Ansonsten alles freischalten, um dann am Ende den extra Spawn-Skin zu kriegen, den es dann auch wieder in zwei Varianten gibt, Normal und Black Cell Battle Pass. Dieses Skin wird mit den Worten "Der König der Hölle ist zurückgekehrt" eingeführt. Und hier sehen wir halt den klassischen Spawn-Skin links mit dem extremen rot-schwarzen Thema. Ich liebe die Optik. Ich finde es auch cool, dass sie nicht nochmal extra einen draufgesetzt oder sozusagen übertrieben haben, sondern es ist wirklich 1:1 so, wie man sich den Spawn vorstellt. Sehr, 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 sehr geil. Und das könnte auch in der Ego-Perspektive gut aussehen, wenn man die Ketten, also diese Armringe aus der Ego-Perspektive sieht. Das könnte so ein bisschen martialisch aussehen. Sehr, sehr geil. Hier sehen wir nochmal die Waffe in der Vergrößerung, und zwar heißt sie Necro, und das sieht auch wieder genial aus. Also wieder das Necroplasma-Thema, dazu mehrere Ketten, die hier die Waffe zieren, richtig, richtig schön gemacht. Also ich liebe bereits jetzt diese Blueprint. Dann noch die Bundles, die sie angekündigt haben. Ich habe es im vorletzten Video schon kurz angesprochen, also gehen wir schnell durch. Skeletor von He-Man, dann die Lilith aus Diablo, die ebenfalls das Bundle kommen wird, sehr, sehr cool. Auch sehr cool, Inarius, der Engel aus Diablo, was wiederum gut zu dem Thema Spawn Pass, der Kampf Himmel gegen Hölle. Dann Alucard aus dem Helsing-Universum, kriegt man hier, die meisten kennen es bereits, also Ash wird bekannt sein aus Evil Dead. Ja, und als ob das alles noch nicht genug ist, hauen sie noch ein Doom-Pack raus, komplette Eskalationen. Und zwar sehen wir hier einmal die Shotgun, die doppelläufige Shotgun, eine der schönsten Waffen aus Doom und natürlich die Kettensäge. Und zum Schluss endlich mal eine Skin, die mir wirklich gar nichts sagt, die nennt sich Grim Tidings. Ich weiß nicht genau, worauf das anspielt, vielleicht erkennt das jemand von euch, auf jeden Fall ist hier im Battle Buddy wieder dabei. Das heißt, wir haben hier wieder einen Waffenbildschirm, der mit uns redet, das Ganze so mit einem Hundekopf. Das Ganze wird eine Skin für Ghost, und Achtung, Achtung, sie sagen jetzt schon, dass es eine DMZ-Skin wird. Also für alle Weltuntergangs-Prophezeiungs-Fanatiker, und das sind wirklich sehr, sehr viele, gefühlt schlüpfen jeden Tag nochmal 10 weitere Leute aus ihren Löchern, die sagen, dass die DMZ bald nicht mehr bestehen wird. Das hier ist wieder ein DMZ-Bundle. Wäre schon sehr, sehr dreist, wenn sie das Bundle raushauen, kurz bevor die DMZ eingestampft wird. Und hier sind jetzt 3 Waffen dabei und alle 3 haben wieder einen 15-Minuten-Cooldown für die DMZ sowie einen freien Slot für einen weiteren Operator. Also wieder ein komplettes DMZ-Paket. Der Halloween-Kauf darf natürlich auch nicht fehlen in diesem Pro-Pack, Pumpkin-Patch-Pack. Das heißt, hier zahlt man wieder 20 Euro und bekommt wieder 2400 COD-Punkte. Also wenn man COD-Punkte haben will, lohnt sich diese Profi-Bundles halt immer besonders. Plus die Inhalte, und auch hier gibt es wieder DMZ-Inhalte, also einen Slot für die DMZ, für den Operator, 15-Minuten-Waffen und. Also DMZ wird hier nicht vergessen. Auch das nächste Bundle ist ein DMZ-Bundle, und zwar das Tracer-Pack Witchcraft. Und ich sehe jetzt schon die ersten bösen Zungen, die sagen, Herr Erik, aber es kann doch genauso gut sein, dass sie jetzt mit diesen letzten DMZ-Bundles einfach nur nochmal abkassieren wollen, bevor sie DMZ schließen. Na klar, am Ende wissen wir es nicht, muss sich jeder seine eigene Meinung zu machen. Auf jeden Fall auch hier wieder mehrere Waffen dabei, auch hier wieder ein Operator-Slot dabei, so wie wir es eben von den DMZ-Bundles kennen. Und das nächste ist dann die Paranormal Investigator Pack. Also auch hier bin ich mir nicht sicher, ob das auf irgendwas anspielt. Also Akte X-mäßig Paranormal Investigation Package. Das ist jetzt kein DMZ-Bundle, ein ganz normales Bundle. Und ja, damit sind wir schon erstmal durch mit den ganzen Bundles. Und zum Schluss habe ich noch dieses schöne Bild hier entdeckt, und zwar eine Übersicht von dem Battle Pass. Hier sieht man noch ein paar Operator in Übersicht. Also wirklich alles Spawn, 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 was sehr, sehr geil ist, zumindest für mich. Und warum dieses Bild so wichtig ist, man sieht unten rechts halt nochmal das Motorrad im Spawn-Schema. Sieht auch sehr, sehr geil aus. Also, ob es der viel beschriebene beste Battle Pass aller Zeiten ist, muss wirklich jeder für sich entscheiden. Aber es ist wirklich krass, wie viel Content sie da reingepackt haben. Das müssen wir auf jeden Fall zugeben. Und ja, ich darf auch nichts anderes sagen. Spawn direkt hinter mir. Bin sowieso glücklich wegen Spawn und Co. Freue mich auf das Haunting-Event, was dann mit Season startet. Und dann sind wir sehr, sehr, sehr gespannt, was nach dem Ganzen passiert mit DMZ und Co. In dem Sinne, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Sage vielleicht bis gleich im Stream zum Season 6 Start. Ansonsten hasta luego und hasta la vista.